herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. In meinem heutigen Video und in den nächsten 2-3 Videos geht es um eine Puppentragetasche. Und zwar möchte ich euch in diesem Video heute zeigen, wie ich diese Puppentragetasche genäht habe. Und wie ihr seht, hat diese Puppentragetasche kein Dach. Wie ich das Dach für diese Tasche nähe, das zeige ich euch im nächsten Video. Sonst wäre dieses Video auch viel zu lang geworden, wenn ich das jetzt noch gezeigt hätte. Und im übernächsten Video zeige ich dann, wie ich die Innenausstattung für die Tasche nähe. Also einfach ein Kopfkissen und eine kleine Zudecke. Und in dem darauf folgenden Video zeige ich euch noch, wie ihr ganz einfach eine ganz kleine Decke häkeln könnt, damit die Puppenmutti die kleine Puppe auch zudecken kann. Ich habe diese Puppentragetasche für eine Puppe genäht, die 35 cm groß ist und die passt hier perfekt rein. Also da ist an beiden Seiten noch Platz, da kann die Puppenmutti dann noch ein Kopfkissen drunter legen und die Puppe auch schön zudecken und auch vielleicht noch Strümpfchen oder so ein bisschen Kleinkram hier unten drin aufbewahren. Also diese Tasche ist für eine 35 cm große Puppe gedacht. Meine Tasche ist ungefähr 45 cm, 46 cm lang, Innenmaß ist ungefähr 45 cm und breit ist meine Tasche ungefähr 27 cm. Und die Höhe kann ich auch noch mal eben ausmessen. Hoch ist die Tasche zu 12, 13 cm. Dann habe ich diese Tasche mit Griffen versehen. Die Griffe habe ich rundherum genäht, damit das schön stabil ist. Dann kann man die Tasche schön tragen, dann wird die von unten gleich mitgefasst. Das finde ich in diesem Falle besser, wenn die Griffe einmal ganz drumherum gehen, als wenn ich jetzt nur einfach zwei Griffe hier oben eingenäht hätte. Also sie hat zwei Griffe, die rundherum gehen. Dann habe ich ein bisschen Verzierung aufgenäht, einfach so zwei kleine Blümchen. Die könnt ihr nachnähen oder ihr könnt auch ein Herz drauf nähen oder was ihr wollt oder gar nichts. Oder eine Spitze drumherum nähen, also kann man ja verzieren, wie man will. Und wie ihr schon seht, ist die Tasche schön stabil, also die fällt nicht so in sich zusammen. Und wie ich diese Tasche genäht habe, das könnt ihr in meiner heutigen Anleitung sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ich hoffe, meine Anleitung gefällt euch und ihr habt Spaß daran, euch das Ganze anzuschauen. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Die Puppentragetasche, die ich heute nähen möchte, besteht aus zwei Taschen, einer äußeren Tasche und einer inneren Tasche. Und die beiden Taschen werden am Schluss zusammengenäht. Ich fange jetzt an mit der äußeren Tasche. Dafür habe ich mir für den Boden ein Rechteck aus Stoff zugeschnitten. Das ist 47 cm lang und 30 cm breit. Für die beiden Stirnseiten, also sagen wir mal Kopf- und Fußende, habe ich mir zwei kleinere Rechtecke zugeschnitten. Die sind 17 cm breit und 30 cm lang. Die werden also hier so angenäht. Dann brauche ich ja noch zwei Teile für die langen Seiten. Die sind auch 17 cm breit, aber die sind 78 cm lang. Die kommen dann so hier an die Seite. Und auf alle Rückseiten dieser fünf Stoffe habe ich Flieseline H640 aufgebügelt. Immer etwas kleiner zugeschnitten, als der Stoff groß ist. Also dieser Stoff ist zum Beispiel 17 cm breit, dann habe ich die Flieseline nur 15 cm breit zugeschnitten, der Stoff ist 78 cm lang, da habe ich die Flieseline nur 76 cm zugeschnitten, damit nachher die Nähte nicht zu dick werden. Und diese fünf Teile, die werde ich jetzt als erstes zusammennähen. Also wie gesagt, auf allen Rückseiten ist Flieseline H640 aufgebügelt. Die Maße braucht ihr euch eigentlich jetzt noch gar nicht zu merken. Ihr braucht sie euch nur merken, wenn eure Puppe auch etwa 35 cm groß ist. Wenn eure Puppe größer ist, dann müsst ihr etwas größere Maße nehmen. Wie ich auf diese Maße gekommen bin, das zeige ich euch am Ende des Videos. Dann könnt ihr euch vielleicht dann die Schnittteile für eure Puppe, für die ihr eine Tasche nähen wollt, etwas kleiner oder größer zuschneiden.
Also zuallererst werde ich jetzt für die Außentasche diese 5 Stoffteile zusammennähen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich die Teile jetzt alle zusammennähe, warum ich nicht gleich so ein großes Stück ausgeschnitten habe. Ich habe die Taschen extra in 5 kleine Teile unterteilt, weil ich das dann lieber so zusammennähen möchte. Und dann habe ich nachher unten überall eine Naht und ich meine, dass das dann mit der Tasche etwas schöner aussieht, als wenn man das als ein Stück genommen hätte und hätte dann die Ecken gefaltet. Also ich mache das lieber so mit diesen 5 Einzelteilen. Und wie gesagt, diese 5 Teile werde ich jetzt zusammennähen. Dazu lege ich mir die beiden kurzen Teile erstmal hier rechts auf und nähe die dann hier einmal fest und hier einmal fest mit einem ganz normalen Steppstich, Stichlänge 2,5. Wenn ich das gemacht habe, falte ich das wieder auseinander, streiche innen die Nahtzugaben glatt und dann kann ich die beiden langen Seiten annähen. Einfach dann auch wieder rechts auf rechts legen, hier auch rechts auf rechts legen und dann einfach hier die lange Seite und hier auch einmal zusammennähen. Auch wieder am Anfang und am Ende das Verriegeln nicht vergessen und das Ganze mit Stichlänge 2,5. Und wenn ich diese 5 Teile zusammengenäht habe, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Aus den 5 Stoffstücken habe ich jetzt ein großes Rechteck genäht. Hier in der Mitte ist der Boden, rechts und links hier die beiden Stirnseiten und diese langen Seiten, das werden dann später die langen Außenseiten der Tasche. Bevor ich die Tasche weiter nähe, also bevor ich hier die Ecken bilde, dass das dann so hoch steht, muss ich erst die Henkel für meine Tasche annähen. Weil wenn ich jetzt erst die Teile hier so zusammennähen würde, dann könnte ich hinterher die Henkel nicht mehr annähen. Und da dies eine etwas größere Puppentragetasche wird, werde ich die Henkel so nähen, dass sie einmal auch unten unter dem Boden durchgehen und dann hier außen an den Seiten wieder hoch. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das festgesteckt habe und ausgemessen habe, und wenn die Tasche gleich fertig ist, dann kann man das, glaube ich, besser sehen, wie das Ganze gemeint ist. Also für meinen Henkel, für meine Puppentragetasche brauche ich einen Henkel, der ist insgesamt 2,10 Meter lang und 3 cm breit. Ich habe mir dafür, um diesen Henkel zu nähen, also einen Stoffstreifen genommen, der 2,10 Meter lang ist, aber 12 cm breit. Und dann habe ich diesen Stoffstreifen einmal zur Mitte gefaltet und gebügelt und dann nochmal beide Seiten zur Mitte gefaltet und gebügelt und dann nochmal umgefaltet und das Ganze nochmal gebügelt. Und dann habe ich also einen Stoffstreifen von 3 cm Breite. Und dann habe ich an beiden Seiten einmal entlang genäht. Dies ist ja nun ein 2,10 Meter langes Stück. Da ist das wichtig, dass man einmal von der einen Seite anfängt und näht da knappkantig dran entlang und dann fängt man von der anderen Seite an und näht da knappkantig entlang. Wenn man das so macht, also einmal hier anfangen, nach hier nähen, einmal hier anfangen, nach hier nähen, dann verzieht sich das Ganze nicht. Dies ist übrigens hier mein ganzes gerechnetes Kram für diese Tasche. Mein Zettel darf ich nicht verlieren. Und nun kann ich den Henkel anstecken. Dazu habe ich mir, hier sieht man ja die Größe des Bodens, habe ich mir einmal vom Boden die Mitte gesucht. Also dies ist der Boden, hier, dann ist einmal hier die Mitte und hier gegenüber dann auch. Und dann habe ich nochmal von dieser kurzen Seite auch die Mitte ermittelt, das ist hier. Und jetzt werde ich 6 cm von der Mitte entfernt den Henkel aufstecken. 6 cm von der Mitte entfernt stecke ich hier den Henkel auf. Und hier sieht man ja das Ende von dem Stoff. 6 cm vor Stoffende, bis dahin stecke ich den Henkel fest. Dann messe ich mir 45 cm ab. Habe ich jetzt hier schon gemacht, habe ich mir eine Nadel reingesteckt. Und jetzt geht das auf dieser Seite wieder zurück. Also hier ist die Mitte, kann ich ja weiter verfolgen nach hier. Dann messe ich wieder hier 6 cm vom oberen Rand, das ist hier.
Und dann stecke ich mir das so wieder hier fest. Nochmal eben nachmessen, ob das auch 6 cm von der Mitte sind. Ja, also hier stecke ich mir den wieder fest. Und dann geht es wieder hier weiter. Hier ist ja wieder die Mitte, also ich komme dann hier mit dem Henkel, sagen wir mal, an der Mitte vorbei. Hier stecke ich mir das dann auch zwischendurch mal fest. Und dann geht das weiter bis zu dieser Seite. Da messe ich auch wieder 6 cm von der oberen Kante entfernt. Das ist da. Da mache ich mir mal eben eine Nadel hin. So, bis hier kann ich das hier wieder festnähen. Nachher, dass hier oben wieder 6 cm frei bleiben. Habe ich noch nicht ganz richtig gesteckt. Hier sind 6 cm. Dann messe ich mir hier wieder 45 cm ab. Das geht bis hier. Und dann setze ich diese 45 cm Markierung wieder 6 cm vom oberen Stoffrand und 6 cm von der Mitte an. Das ist bei mir, da kann ich die Mitte verfolgen. Hier kann ich die Mitte verfolgen nach da. 6 cm nach hier ist da. Also da setze ich das wieder an. Und dann gehe ich mit dem Streifen wieder hier runter, bisschen über den Anfang hier, kann ich jetzt meinen Streifen noch ein kleines Stück zurückschneiden. Also ich brauchte nicht ganz 2,10 Meter, vielleicht so 2 Meter. Also ich gehe da ein bisschen rüber, schlage das dann hier einmal um und stecke mir das hier fest. So habe ich dann den Henkel einmal rundherum aufgesteckt und kann den dann annähen, sodass er dann außen um die Tasche drumherum läuft. Also ich erkläre es nochmal. Dies ist der Boden. Das könnt ihr dann ja auch erkennen, wenn ihr euer Stoffteil vor euch liegen habt. Dann könnt ihr das besser sehen als jetzt hier mit dem karierten Stoff. Also hier ist der Boden. Dies ist eine Längsseite vom Boden, dies ist die andere Längsseite vom Taschenboden und dies sind die beiden Querseiten. Von beiden Längsseiten einmal die Mitte suchen und hier von der Querseite auch die Mitte suchen. Alles markieren und dann den 2,10 Meter Streifen anlegen. Also ich brauchte jetzt ja nur ungefähr 2 Meter. Und zwar 6 cm von der Mitte entfernt anlegen bis nach oben. Und von dieser Stoffkante entfernt 6 cm entfernt die Nadel setzen. Dann 45 cm abmessen und hier wieder 6 cm vom Stoffrand entfernt wieder aufstecken. Auch wieder eine Nadel hinstecken. Und dann wieder hier runter 6 cm von der Mitte immer bis zur anderen Seite. Da geht das genauso. 6 cm vom Stoffrand entfernt die Nadel setzen, dann einmal hier den Henkel 45 cm abmessen, da drum rumlegen. Hier wieder 6 cm vom oberen Stoffrand und 6 cm von der Mitte wieder ansetzen und dann wieder hier nach unten zur Mitte da etwas überlappen lassen und feststecken. Und jetzt wird das Ganze angenäht und zwar kann man ja zum Beispiel hier in der Mitte anfangen. Und näht dann einmal hier bis nach hier, wo die Nadel ist, dann quer rüber und dann auf dieser Seite wieder zurück.
Und dann bis hier, wo die 6 cm sind, also wo die Nadel ist, und danach hier und hier wieder zurück. Also praktisch diese oberen Teile hier, die werden nicht mit festgenäht. Also man fängt irgendwo an zu nähen, zum Beispiel in der Mitte oder auch hier oben, fängt man 6 cm vom oberen Rand entfernt, da wo die Nadel ist, an, näht einmal nach hier, bis hier nach unten, wo hier die Nadel ist, dann da einmal quer rüber und hier wieder zurück, auch bis zu dieser Markierung, dann nochmal hier rüber, dass man dann so die Henkel festgenäht hat. Das macht man dann so auf beiden Seiten. Und dann kann man die Tasche später, wenn sie fertig ist, so tragen, dass die Henkel so außen drumherum gehen, dann ist das Ganze ein bisschen stabiler, als wenn man die Henkel einfach nur hier oben eingefasst hätte, weil dann gehen sie nämlich einmal ganz drumherum um alle Teile. Also meine nächste Aufgabe ist jetzt erstmal, diese Henkel so anzunähen. Die Henkel habe ich jetzt soweit angenäht. Und wenn man so weit gekommen ist, dann muss man sich überlegen, ob man die Tasche von außen noch irgendwie verzieren will mit Applikationen oder ob man was aufsticken will. Ich hatte jetzt hier, wie immer, meine Schere liegen. Da habe ich mir ja vor ein paar Jahren mal so ein Scherenband, so einen Scherenfinder genäht, weil ich die Schere dauernd verloren habe. Habe ich mir da extra so ein buntes Band für genäht. Und da habe ich jetzt einfach, so wie auf dem Scherenband diese kleinen Blumen sind, zwei so Blümchen hier auch auf meine Tasche genäht. Wenn ihr das auch zufällig machen möchtet, dass ihr auch so Blümchen noch außen auf die Tasche nähen möchtet, ich verlinke euch das Video, dann müsst ihr mal eben schauen, wie ich diesen Scherenfinder genäht habe. Da zeige ich auch, wie ich die Blümchen genäht habe. Ich habe die Blümchen jetzt hier nur einfach etwas größer gemacht. Und zwar habe ich einen Stoffstreifen genommen, der 10 cm breit ist. Hier habe ich, glaube ich, damals nur 4 oder 5 cm genommen. Und dann habe ich mir also zwei so Blumen genäht und habe die dann mit so einem bunten Knopf einfach hier aufgenäht. Habe ich mit Zwirnsfaden gemacht, damit das auch schön hält. Jetzt ist die Tasche also soweit vorbereitet. Man würde sie dann also später so tragen. Und jetzt müssen ja die Seitenwände noch geformt werden. Dazu lege ich mir das nochmal wieder so hin, dass die rechte Seite zu mir nach oben guckt. Und dann muss ich ja die Längsseiten formen und hier auch die kleinen Stirnseiten. Dazu hebe ich eine Längsseite hoch und eine Stirnseite. Und hier unten sieht man ja, wo die Nähte aneinander stoßen. Einmal hier die Naht und einmal diese Naht. Da ist ja hier so ein kleiner Punkt. Den muss man sich etwas merken. Und dann hebt man die eine Seite hoch und die andere Seite hoch und geht dann einmal mit dem Finger hier unten in den Punkt und schiebt sich das dann oben so zusammen, dass das dann hier gerade runter geht zu dem Punkt. Dann kann man sich das oben einmal feststecken, mit Nadel oder Clip ist egal. Und dann hat man ja hier so ein Dreieck. Hat man so ein Dreieck bekommen, wenn man das so zusammengelegt hat. Und da muss man jetzt einmal dran lang nähen, kann man genau hier auf der Naht nähen, einmal von oben nach unten nähen, am Anfang und am Ende verriegeln. Und damit hat man dann schon die erste Seite hier geformt. Bei der zweiten Seite wird das genauso gemacht. Hier unten ist wieder der Punkt von der Naht. Also dies ist ja das Bodenteil. Und hier ist die Ecke von dem Boden. Da wieder ein bisschen merken. Und dann wieder beide Seiten hochheben. Und dann hier wieder so ein Dreieck formen. Hier unten, wo der Punkt ist, wenn man da so mal eine gedachte Linie zeichnet, die geht dann nach hier. Und diese Linie dann mit dieser Naht hier zusammenbringen, wieder feststecken und dann wieder einfach hier einmal entlang nähen. Das ist wirklich ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich glaube, wenn ihr das bei euch zu Hause auf dem Nähtisch liegen habt, dann seht ihr das schon, wie das gemacht wird.
Die anderen beiden Seiten werden natürlich genauso gemacht. Hier ist wieder der kleine Punkt, also von dem Boden die Naht. Hier ist die andere Naht, da ist der kleine Punkt. Dann hebt man wieder beide Seiten hoch, geht mit dem Finger hier unten in den Punkt. Also man kann sich hier so eine, von dem Punkt aus, nach hier so eine Linie denken. Und dann hält man den Finger hier unten hin, hebt das hoch, noch einmal den Finger unten rein und dann legt man das wieder so, dass man hier wieder so ein Dreieck bekommt, steckt sich das auch wieder fest und näht dann einmal auch wieder hier einmal entlang bis nach unten am Anfang und am Ende verriegeln, auch wieder mit Stichlänge 2,5. Die vierte Ecke wird genauso gemacht. Hier ist wieder der Punkt von der Naht. Man hebt wieder das Seitenteil hoch, das andere auch. Oder hier unten ist der Punkt von der Naht. Da denkt man sich eine Linie nach hier. Könnt ihr euch auch einzeichnen oder feststecken. Mit Schneiderkreide einzeichnen oder mit Nadeln feststecken. Also hier von dem Punkt eine gerade Linie nach oben denken. Beide Seiten hochheben. Von der geraden Linie oben das hier auf die andere Naht kippen. Wieder feststecken und auch wieder hier so einmal entlang nähen am Anfang und am Ende verriegeln. Dann hat man so die Seiten so schon mal ein bisschen geformt. Also das werde ich jetzt machen, dass ich erstmal diese vier Nähte jetzt nähe. Jetzt habe ich die Außentasche soweit fertig genäht, also ich habe die Ecken abgenäht. Und jetzt habe ich ja hier überall die Dreiecke. Zwei auf dieser Seite. Und auf dieser Seite habe ich nochmal zwei. Und wie man sieht, die ganze Tasche ist ja sehr instabil. Und ich habe die Tasche extra so genäht, dass ich diese Dreiecke übrig behalte. Ich hätte das ja auch anders zuschneiden und anders nähen können. Aber ich habe das extra so genäht, dass ich diese Dreiecke noch nutzen kann. Und zwar falte ich die hier zu der langen Seite. Und dann stecke ich mir das eben etwas an. Dieses Dreieck und hier auch hier zur langen Seite falten, auch etwas feststecken und dann nähe ich das Ganze mit der Nähmaschine füßchenbreit einfach hier oben fest. Dann habe ich nämlich hier noch ein bisschen Stabilität erreicht und das mache ich auf dieser Seite auch. Die Dreiecke falte ich hier zur langen Seite, stecke das eben fest. Und nähe das Füßchen breit mit einem ganz normalen Geradstich an. Am Anfang und am Ende verriegeln. Und Stichlänge 2,5 oder 3. Einfach so die Dreiecke hier annähen. Füßchen breit einfach so annähen. Dann hat man hier an den langen Seiten, an den Ecken schon ein bisschen Stabilität erreicht. Aber wie ihr seht, die Tasche kippt so zusammen und auch selbst wenn ich da noch die Innentasche reinpacke und das zusammennähe, das wird immer sehr wackelig sein alles. Deshalb werde ich die Seiten und den Boden nachher noch mit Pappe verstärken. Aber als erstes werde ich jetzt erst einmal die Dreiecke eben hier oben jeweils mit einem ganz normalen Geradstich eben ein bisschen annähen. Jetzt habe ich also hier die Dreiecke einfach so ein bisschen mit angenäht. Da muss man etwas aufpassen. Man darf nicht zu doll ziehen, dass man sich hier die Seitennähte nicht wieder verzieht. Und jetzt kann ich euch auch noch mal eben zeigen, warum ich die Außentasche und die Innentasche aus 5 einzelnen Teilen genäht habe. Weil man dann nämlich hier unten eine Naht hat rundherum, also an den Längsseiten jeweils eine und hier auch. Und ich meine, dass das etwas besser aussieht, wenn man hier unten eine Naht hat und dass das Ganze dadurch auch noch ein bisschen stabiler wird. So, wenn man so guckt, ist das ja alles sehr instabil und das wird sich auch nicht ändern dadurch, dass ich da noch eine Innentasche reinpacke. Da muss also eine Verstärkung aus Pappe rein. Das ist die Außentasche, die ist soweit fertig und jetzt brauche ich natürlich noch eine Innentasche und man sollte es nicht glauben, die habe ich schon fast fertig. Die habe ich nämlich gestern Abend schon genäht, weil ich das Ganze ja auch ein bisschen ausprobieren muss, ob das mit meinen Maßen so hinkommt.
Diese Innentasche habe ich also genauso genäht wie die Außentasche. Ich habe nur hier in der Mitte die Henkel weggelassen. Ansonsten die gleichen Maße und genauso genäht wie die Außentasche. Ein Teil für den Boden zuschneiden, zwei Teile für die Stirnseiten, zwei lange Teile für die langen Seiten. Und jetzt habe ich ja bei der Außentasche eben die Dreiecke zu den Längsseiten geknickt und oben festgenäht. Und bei der Innentasche mache ich das anders. Da knicke ich die Dreiecke hier zu dieser schmalen Seite und nähe die auch eben einmal oben füßchenbreit an, sodass das auch noch ein kleines bisschen Stabilität gibt. Und dann wird das Ganze auch noch ein bisschen weicher. Und auf dieser Seite genauso, auch wieder nach hier klappen, oben füßchenbreit einmal entlang nähen. Dann hat man die Fläche von den Dreiecken noch gut genutzt, dass das noch ein bisschen stabiler und ein bisschen weicher wird. Also das mache ich jetzt und dann geht's gleich weiter. Inzwischen habe ich also bei der Innentasche an den schmalen Seiten auch die Dreiecke einmal ebenso angenäht. Und jetzt kann ich die Innentasche und die Außentasche einmal ineinander stecken. Und zwar so, dass sich die beiden linken Seiten immer angucken. Also einmal so ineinander stecken und eben mal ein bisschen feststecken und gucken, ob das Ganze passt. Hier die Seitennähte auf Seitennähte, dann hat man immer schon einen ganz guten Anhaltspunkt. Nochmal eben eine in der Mitte. Hier auch Seitennaht auf Seitennaht. Und hier die letzte auch. Und jetzt könnte man es sich einfach machen und sagen, man faltet einfach das Innenteil hier oben etwas zurück und das Außenteil auch und näht das dann hier oben mit der Hand oder mit der Maschine zusammen. Aber wie ich vorhin schon sagte, das Ganze ist sehr instabil so. Also ich finde das nicht gut so, wenn da jetzt eine Puppe drin liegt und die Puppenmutti will damit durch die Gegend laufen. Also das ist ja immer alles sehr wackelig. Deshalb habe ich mir für meine Tasche Pappen zurechtgeschnitten. Und zwar einmal eine Pappe für den Fußboden. Da hatte ich, für den Boden der Puppentasche. Da hatte ich noch etwas von dieser Luftpolsterfolie. Die habe ich da drumherum geklebt. Also dieses ist für den Boden. Dieses sind zwei Teile für die langen Seiten und dieses sind zwei Teile für die kurzen Seiten. Meine Tasche ist jetzt ungefähr 15 cm hoch, aber ich habe die Seitenteile alle nur 12 cm hoch zugeschnitten. Die Maße für meine Pappen schreibe ich euch unten in die Infobox unter dem Video, dann braucht ihr euch das jetzt gar nicht merken. Also ich nehme das jetzt nochmal alles auseinander und stecke da unten die Pappe für den Boden der Tasche rein. Dann kann ich die Innentasche wieder einstecken. Und dann die Pappen für die Längsseiten und für die kurzen Seiten. So, das sieht schon besser aus. Die letzte Pappe auch noch. Möglichst auf einer glatten Unterlage das so einstecken, damit man das alles auch so schön gleich hoch hinbekommt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das wäre jetzt schon wieder alles schön eingesteckt und man will es hochheben und dann sieht man, das Ganze ist viel stabiler. Jetzt wollte ich das aber nicht oben zusammennähen, das heißt zusammennähen schon, aber erst später. Ich nehme die Innentasche jetzt nochmal wieder raus und habe dann hier also die Außentasche mit Pappe verstärkt. Und dann habe ich mir meine Wäscheklammern schon aus dem Keller geholt. Und jetzt werde ich
einfach das hier oben rüberziehen, mit Wäscheklammern feststecken, also praktisch die Außenteile der Tasche, die klappe ich so nach innen und stecke das mit Wäscheklammern fest, weil mit diesen kleinen Clips, das hält nicht mit der dicken Pappe, habe ich mir überlegt, nehme ich lieber Wäscheklammern. Und dann stecke ich das hier auch so rüber und das mache ich jetzt erst einmal rundherum und dann geht es gleich weiter. Nun habe ich das ringsherum alles also ein bisschen runtergezogen und runtergeklappt und mit Wäscheklammern festgesteckt. Und jetzt werde ich mich gemütlich hinsetzen, das Ganze einmal so hochkant kippen. Und dann werde ich da mit der Heißklebepistole das alles hier rundherum auf der Pappe festkleben, damit das schön hält. Man muss das aber wirklich richtig schön stramm ziehen, damit die Pappe auch richtig gut eingeklemmt ist. Also richtig schön stramm rüberziehen. Am besten wirklich mit den Wäscheklammern feststecken, das geht gut. Und dann so hochklappen und dann immer so Stück für Stück mit der Heißklebepistole hier ein bisschen Kleber drauf. Also die Klammern einmal abmachen, ein, zwei Klammern abmachen, bisschen Heißkleber hier auf die Pappe tun und dann das wieder drüber ziehen und dann auch noch mal mit den Wäscheklammern feststecken. Das werde ich jetzt als nächstes machen und dann bin ich mal gespannt, ob das klappt und wie das gleich aussieht. Inzwischen habe ich also hier oben die Ränder ringsherum mit Heißkleber aus der Heißklebepistole festgeklebt. Das ging sehr gut. Ich habe alles auch noch mal wieder schön festgesteckt mit meinen Wäscheklammern. Und jetzt kann ich die innere Tasche hineinstecken und ich habe mir überlegt, dass ich das von innen oben auch erst noch mal kleben will und danach vielleicht noch mit der Hand einmal oben drumrum nähe. Und zwar werde ich die Innentasche auch mit so ein paar kleinen Klebepunkten auf diesem Pappboden festkleben, damit die auch wirklich gut fest sitzt und nicht vielleicht, wenn man die Tasche später mit der Puppe bestückt hat und gibt das dann mal so auf die Seite und kippt das aus, dass das Innenleben dann so rausrutscht. Also habe ich mir überlegt, ich werde das Innen auch etwas mit dem Kleber aus der Heißklebepistole festkleben. Ich habe die jetzt schon mal so reingesteckt, so Ecke auf Ecke, kann die dann ein bisschen rausziehen und tue dann einfach in die Mitte so ein bisschen Kleber rein und drücke die Tasche dann da drauf und verbrenne mir hoffentlich nicht die Finger. Das ist ja immer das Problem mit dem Heißkleber, dass man sich da so schön die Finger verbrennen kann. So, das habe ich jetzt so mal ein bisschen festgedrückt. Und jetzt sieht man ja schon, das Futter hier guckt oben ein schönes Stück raus. Hier habe ich ja auch gerade umgeklappt. Und das werde ich jetzt mit dem Innenfutter auch machen, dass ich das ein Stück zurückschlage. Das müsst ihr dann auch mal so ein bisschen messen, wenn ihr das nachmacht an eurer Tasche. Und dann stecke ich mir das so ringsherum wieder fest. Also ich schlage das überall so ein paar Zentimeter nach innen, stecke das fest und das mache ich jetzt rundherum, dass ich das überall ein bisschen nach innen stecke und nach innen falte und feststecke. Und dann mache ich das genau wie vorhin, dass ich mir die Tasche wieder so hochkant stelle und dann so reihum, also immer ein, zwei Klammern rausnehme und das dann wieder mit Heißkleber festklebe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das hält ganz gut und dann kann ich das hinterher hier oben noch mit der Hand trotzdem noch zusammennähen. Also ich werde das jetzt erstmal so weiter falten, mir schön feststecken und dann klebe ich das rundherum auch nochmal mit dem Heißkleber fest. Inzwischen habe ich die Seitenteile von der inneren Tasche auch rundherum einmal festgeklebt. Ich konnte die ja oben schön weit umschlagen, also bestimmt 4 cm und habe dann hier so eine Furche bekommen. Und da habe ich dann den Kleber reingegeben mit der Klebepistole so schön tief rein
Hab das dann zusammengedrückt und mit Wäscheklammern einen Moment so festgesteckt, dass das schön zusammenkleben konnte. Ich habe den Karton doch nicht so hochkant vor mich hingestellt, sondern ich habe den so vor mich hingestellt und habe da nach und nach so den Kleber reingetan, schön tief, und das dann festgesteckt und zusammengeklebt. Und dadurch, dass ich den Kleber schön tief einfüllen konnte, ist dann auch nirgends irgendwo hier oben ein bisschen rausgekleckert, sondern das sieht, man sieht es eigentlich gar nicht, dass es geklebt wurde. Und dann habe ich rundherum mit dem Leiterstich die beiden Stoffe nochmal zusammengenäht. Hier könnt ihr die Furche sehen, also da ist richtig schön Platz. Hier ist das Teil von der inneren Tasche, hier von der äußeren Tasche. Und dann habe ich mit dem Leiterstich diese beiden Teile zusammengenäht, sodass das außen rundherum jetzt richtig gut aussieht. Also der Leiterstich wird ja so genäht. Ich will mal sehen, ob ich das so zeigen kann. Es ist ja hier oben jetzt diese umgeschlagene Kante und hier ist auch die umgeschlagene Kante. Und wenn man dann den Leiterstich verwendet, zum Beispiel um eine Wendeöffnung zu schließen, dann näht man ja auch immer diese beiden umgeschlagenen Stoffteile, wenn es jetzt eine Wendeöffnung wäre, zusammen. Und hier bei der Tasche habe ich das genauso gemacht. Man ist ja einmal auf dieser Seite und dann, ich kann das jetzt schlecht filmen, dann muss man ziemlich weit oben einstechen in dieser Falte. Und dann geht man ja zu dieser Seite und sticht da oben in die Falte ein, sodass der Faden sich immer hin und her legt wie Leitersprossen. Also jetzt habe ich den Faden hier mal auf dem Finger. Der Faden legt sich also immer von hier nach da und dann wieder von da nach hier, wie so eine Leiter. Jetzt bin ich auf der Seite, jetzt gehe ich wieder auf diese Seite, steche gegenüber von der Seite ein, wo ich auf der anderen Seite rausgekommen bin, wieder hier ganz oben in dem Knick von der Falte, und so näht man das dann zu und dann sieht man das hinterher gar nicht. Es gibt ja schon einige Anleitungen auf YouTube, wie der Leiterstich genäht wird. Wer den Leiterstich von euch nicht kennt, vielleicht könnt ihr da ja mal reingucken, oder ich mache irgendwann selber nochmal ein Video und zeige, wie der Leiterstich geht. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Leiterstich einmal hier rundherum genäht. Dieses kleine Stückchen muss ich noch, und dann ist das oben ganz zugenäht. Und also man sieht es so gut wie gar nicht, dass ich hier jetzt das einmal noch zusammengenäht habe. Und ich finde, dadurch, dass ich das angeklebt habe, erst den Außenstoff umgeschlagen und angeklebt und dann den Futterstoff genauso, dadurch, dass ich das vorher angeklebt habe, sitzt das ja jetzt schon so gut und man kann dann so ganz einfach mit dem Leiterstich einmal hier drumherum nähen und das zusammennähen. Wenn ihr keinen Heißkleber habt, dann müsst ihr einfach alles schön umschlagen. Ich würde das dann auch mit Wäscheklammern feststecken. Mit den kleinen Clips ist das ein bisschen schlecht, weil auch die Ecken hier ja alle verstärkt sind durch die Dreiecke, die ich da umgeschlagen und angenäht hatte. Also gut feststecken, und dann müsst ihr es halt so zusammennähen. Aber wenn man es vorher klebt, finde ich, geht das besser. Und mit den Dreiecken, die ich hier reingelegt habe, das ist wirklich schön, weil dann ist das hier so schön weich und hier an den Seiten ist das auch immer noch ein bisschen weicher. Also es fühlt sich auch ganz gut an, die Tasche. Ich werde jetzt diese kleine Naht hier noch schließen und dann ist die Tasche schon fast fertig. Das letzte Stück der Naht habe ich hier noch zugenäht und dann hatte ich hier noch so einen Rest von den Tragegriffen. Die hatte ich mir ja etwas zu lang zugeschnitten. Den habe ich einfach doppelt genommen und dann hier in der Naht das kleine Stückchen von dem Henkel noch mit eingenäht. So als kleine Spielerei. Vielleicht möchte die Puppenmutti da später mal einen Schnuller dranhängen. Da habe ich mir gedacht, das nähe ich da einfach nochmal so mit ein. Aber das könnt ihr auch ruhig weglassen. Damit ist diese Puppentragetasche soweit fertig. Und in meinem nächsten Video möchte ich euch dann zeigen, wie ich noch so ein kleines Dach für die Tragetasche nähe. Das ist gar nicht so schwer, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Man kann das viereckig nähen oder rund, man kann es mit Klettverschluss hier dran machen oder annähen, oder mit Knöpfen kann man es befestigen oder mit einem Reißverschluss. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Ist auch ein bisschen problematisch, denn ich habe nur noch so einen
kleines Reststück von dem karierten Stoff. Da muss ich mal sehen, wie ich das mit dem Dach dann hinkriege. Aber das seht ihr ja dann in meinem nächsten Video oder spätestens im übernächsten. Ich weiß noch nicht genau, ob ich erst noch ein anderes Video dazwischen schiebe. Also, soweit ist die Tragetasche fertig. Sie hat jetzt ein Innenmaß von 44 cm und jetzt will ich mal gucken. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass meine 35 cm große Puppe da bequem reinpasst. Also wenn ich sie ganz nach oben schiebe, ist hier unten auch immer noch Platz. Wenn ihr also eine Puppe habt, die so ein bisschen größer ist als 35 cm, dann passt diese Tasche auch noch. Ich hatte hier noch so ein kleines Kissen. Das kann sie auch erstmal schon haben. Da ist sie schon halbwegs gut versorgt. Aber wie gesagt, ich wollte auch noch ein Kissen und eine Decke nähen. Das zeige ich euch dann auch noch mal in einem anderen Video, wie ich das dann genäht habe. Für heute ist diese Tasche erstmal fertig, aber ich wollte euch ja noch zeigen, wie ich auf die Maße zu dieser Tasche gekommen bin und das werde ich jetzt noch mal eben kurz machen. Dazu habe ich erstmal meine Puppe ausgemessen. Und zwar ist meine Puppe hier ungefähr 35 cm lang. Sie ist ungefähr 20 cm breit und sie ist ungefähr 10 cm hoch. Die Maße habe ich mir erstmal aufgeschrieben. Also 35 cm ist die Puppe lang, 20 cm ist sie breit und 10 cm ist die Puppe hoch. Zur Länge habe ich 10 cm dazugegeben, sodass ich dann 45 cm habe. Zur Breite habe ich plus 8 cm genommen, dann habe ich 28 cm und zur Höhe habe ich 5 cm dazu gezogen, sodass ich dann auf 15 cm Höhe komme. Ich brauche dann also für meine Puppe, für die Tragetasche, unten einmal den Boden. Da hatte ich ja ausgemessen 45 cm, muss das lang sein, 28 cm breit und 15 cm sollte das Ganze hoch sein. Also diese Stirnseiten und die langen Seiten sollen 15 cm hoch sein und die Seitenteile natürlich sollen auch 15 cm hoch sein. Das sind dann die 5 Teile, die ich mir zugeschnitten habe. Einmal den Boden, zweimal die Seiten, die kurzen Seiten und zweimal die langen Seiten. Jetzt muss ich aber noch die Nahtzugabe dazu rechnen. Und zwar einmal Nahtzugabe hier um den Boden herumgemessen, also 1 cm hier, 1 cm da, 1 cm da und 1 cm da, sodass ich dann auf eine Länge von, da kommen ja an den beiden schmalen Seiten jeweils 1 cm dazu, ist die Länge dann 47 cm und die Breite ist 28 und zweimal Nahtzugabe 30 cm. Also brauche ich ein Bodenmaß von 47 mal 30 cm. Und bei den anderen einzelnen Teilen muss ich ja auch überall die Nahtzugabe dazu rechnen. 1 cm da, 1 cm da, 1 cm da, 1 cm da. Also muss das dann 17 cm hoch sein und ich habe ja hier die Breite von 30 cm, also 17 mal 30. Hier muss man dann ja auch die Nahtzugabe drumherum rechnen, also muss das auch 17 mal 30 sein. Und bei den langen Seiten ist das genauso, da muss man auch die Nahtzugaben dazu rechnen. Einmal Nahtzugabe da, 1 cm, 1 cm da, 1 cm da, 1 cm da, sodass das auch nicht mehr 15 cm hoch sind, sondern ich muss mir 17 cm zuschneiden und das Ganze
lange Stück sind 78 cm lang mit den Nahtzugaben. Ich musste mir also für meine Tasche einmal einen Boden zuschneiden. Das heißt, ich musste den ja zweimal zuschneiden, einmal für außen, einmal für innen. Aber für jede Tasche einmal den Boden, 47 x 30 cm, zweimal die kurzen Seiten, das sind 17 x 30 cm und zweimal die langen Seiten, das sind 17 x 78 cm. Also pro Tasche 5 Teile, also insgesamt 10. Also einmal Boden, zweimal die kurzen Seiten, zweimal die langen Seiten. So habe ich mir das ausgerechnet mit den Maßen für die Tasche. Also Puppe ausmessen, zur Länge 10 cm dazugeben, zur Breite 8 cm dazugeben und zur Höhe 5 cm dazugeben. Und danach habe ich mir dann dieses Schnittmuster erstellt. Wenn eure Puppe dann größer ist, vielleicht habt ihr eine Puppe, die nicht 35 cm lang ist, sondern die Puppe ist 45 cm lang, dann gebt ihr 10 cm dazu und müsst dann 55 cm Länge annehmen. Wenn die Puppe vielleicht 25 cm breit ist, nehmt ihr 8 cm dazu und schneidet euch dann 33 cm Breite zu. Und wenn die Puppe vielleicht 13 cm hoch ist, nehmt ihr 5 cm dazu und braucht dann 18 cm. Und dann zeichnet ihr euch das auch wieder so auf. Immer die Nahtzugaben dazugeben. Also jetzt zum Beispiel hier an dem langen Teil muss man 4 Nahtzugaben dazugeben. 1 cm auf dieser langen Seite, 1 cm hier, 1 cm da, 1 cm da. Das muss man nicht nur bei dem langen Teil machen, bei dem langen Seitenteil, sondern das muss man bei beiden langen Seitenteilen machen, bei beiden kurzen Seitenteilen und das muss man auch machen bei dem Boden. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist eigentlich ganz einfach, aber es ist immer etwas schwierig, das Ganze zu erklären. Und ich habe jetzt für meinen Henkel eine Länge gebraucht, ungefähr von 1,90 Meter. Also da habe ich mir zugeschnitten 12 cm Stoff mal 190 cm für den Henkel. Das müsst ihr euch dann mal abmessen. Wenn ihr die ersten 5 Teile zusammengenäht habt, dann legt ihr das mit der rechten Seite nach oben vor euch hin und dann nehmt ihr das Maßband und messt das einmal ab, wie lang dann die Henkel sein müssen, wenn ihr die genauso anbringen wollt, wie ich das gemacht habe. Also ich sagte ja schon, ich finde das in diesem Fall praktischer, wenn die Henkel einmal ganz drumherum gehen, dann hat die Tasche nämlich mehr Halt. Das war's zum Thema Schnittmuster. Ich hoffe, ihr konntet das so verstehen, wie ich schon sagte. Ist immer ein bisschen schlecht zu erklären, aber man muss ein bisschen rumtüfteln, dann kriegt man das auch schon hin. Und sonst müsst ihr mir einfach schreiben, was ich beantworten kann in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen habt, dann beantworte ich das auch. Kann manchmal immer 1, 2, 3 Tage dauern, weil ich auch immer noch viel im Garten bin und auch anderes noch viel zu tun habe. Aber wenn ihr nicht klarkommt mit dem Schnittmuster, könnt ihr mir auch schreiben, dann antworte ich. Die Pappen müsst ihr euch dann auch noch zuschneiden. Wie gesagt, die fertige Tasche ist ja ausgemessen jetzt mit 15 cm, zugeschnitten 17 cm in der Höhe. Die Pappen habe ich alle etwas kleiner zugeschnitten. Meine Pappen habe ich alle nur 12 cm in der Höhe zugeschnitten, damit ich das dann schön umklappen konnte. Also wenn ihr ein Teil fertig genäht habt, dann könnt ihr ja schon innen gucken, wie groß die Pappen sein müssen, die ihr da reinpacken müsst. Das nun zum Thema Schnittmuster. Das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich das erklärt habe hier mit dem Schnittmuster und könnt euch dann das so ausrechnen, wenn ihr eine größere Tasche nähen wollt, welche Maße ihr dann braucht. Das ist immer schwierig, wirklich schwierig für mich, das zu erklären. Das dauert immer eigentlich gar nicht so lange, bis ich mir das so ausgetüftelt habe, aber das zu erklären, das ist manchmal ein bisschen schwer. Also die Puppentragetasche ist soweit erstmal fertig. Ich hoffe, dass ich euch im nächsten Video dann zeigen kann, wie ich das kleine Dach für die Tasche genäht habe. Also ich werde da wirklich nur ein ganz kleines Dach drauf nähen. Und wie gesagt, ich weiß auch noch nicht wie, denn ich habe ja nicht mehr so viel Stoff. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber für heute
ist der erste Teil der Tasche schon mal genäht. Ich hoffe, dass ihr das alles so verstanden habt und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachnähen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder zuschaut, falls euch das noch interessiert mit dem kleinen Dach für die Puppentragetasche. Und vielleicht mache ich dann noch ein drittes Video, dass ich dann noch zeige, wie ich Decke und Kissen nähe und auch noch eine Decke häkel. Wer das nicht so gut kann, dann mache ich da auch noch ein Video, dann könnt ihr da auch noch mal gucken. Also vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir ordentlich viele gute, schöne, nette, liebe Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt alles rein, ich beantworte das alles. Wie gesagt, das dauert manchmal ein bisschen, bis ich an den PC komme, weil ich auch noch so viel anderes um die Ohren habe, aber ich bemühe mich, alles zu beantworten und ich lese auch alle Kommentare. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß, viel Erfolg beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!